So, herzlich willkommen, liebe Leute, zu dem Video. In dem Video möchte ich alles einfach kurz bisschen so, quasi bekannt geben, wie ich mir so gedacht habe, was in den nächsten Wochen und Monaten so für Let's Play-Projekte bringe. Und da möchte ich euch mal ganz am Anfang auch auf die Liste hinweisen, die in der Videobeschreibung, das ist gleich der erste Link. Da könnt ihr erstmal reinklicken. Da seht ihr eine Liste mit allen Projekten, die ich derzeit am Laufen habe. Zu denen sage ich gleich was. Zu kommenden Projekten, zu denen ich jetzt auch was sage. Aber eben auch eine Liste mit allen beendeten Projekten. Und das ist, denke ich mal, sehr interessant. Nun aber zu den aktuellen Projekten. Aktuell laufen haben wir Super Mario Maker Online, Mario Kart 8 Deluxe, Mario Party 2, Minecraft Nintendo Switch Edition, Pokémon Ultra Sonne, Animal Crossing New Leaf, Hyrule Warriors Definitive Edition, Super Mario Kart und Donkey Kong Country Tropical Freeze. Super Mario Maker endet am Samstag, Mario Kart 8 Deluxe endet morgen. Weshalb ist das so, weil das waren also Dauerprojekte, wo auch immer mal wieder ein Part kam, aber da dachte ich mir jetzt dann irgendwann auch so, komm, du willst es nicht die ganze Zeit vor dir herschleifen und es braucht diese Projekte einfach nicht, deshalb ist die jetzt beendet. Es gibt einen Abschluss Mario Kart Part morgen, Mario Kart 8 Deluxe Part morgen und am Samstag eben ein Mario Super Mario Maker Online Part, ein Abschluss Part dann. Und dann sind diese Projekte beendet. Mario Party 2 mache ich jetzt noch fertig, kommt es wieder regelmäßig, sodass wir das halt durchbekommen. Minecraft Eternal Switch Edition ist dasselbe, das geht jetzt noch gut ungefähr 2-3 Parts, dann würde ich das Projekt auch beenden. Weil Minecraft kommt noch was anderes, sage ich gleich mehr. Animal Crossing New Leaf und Pokémon Ultra Sonne sind beides so langfristige Projekte, die mache ich aber auch noch weiter, also die wird es weiterhin noch geben, solange bis die eben fertig sind. Pokémon als normale Part-Videos und Animal Crossing New Leaf als Livestream. Hyrule Warriors Definitive Edition und Donkey Kong sind halt, mache es halt auch einfach so lange, bis sie fertig sind. Donkey Kong dauert nicht mal so lange und Hyrule Warriors so noch ein bisschen, streame es halt einfach weiter, bis es fertig ist. Und damit habe ich an aktuell laufenden Projekten, wir haben mal Mario Maker, Mario Kart 8 Deluxe, Minecraft und Mario Super Mario Kart abziehen, haben wir dann nämlich nur noch Mario Party 2, Pokémon Ultra Sonne, Animal Crossing Leaf und Donkey Kong. Das sind definitiv genug. So. Ja, und erkoppte Projekten, sag es jetzt so viel, weil mir das alles, ehrlich gesagt, gerade nicht so passt, deshalb mit meinen Aufrufzahlen vor allem und aber auch generell, wie die Videos ablaufen, werde ich dann ein bisschen Änderungen reinbringen. Sprich, das hat es ja gesagt, das ist eben Community-Projekte, Livestreame und nicht Community, soll ich es nur normal als Video mache, von dem wird es in Zukunft aber auch viel weniger geben, weil ich mich hier in den Kanal definitiv auf Community Sachen konzentrieren müsste. Dementsprechend kommt startet Mario Kart eben jetzt morgen und da gilt dementsprechend, dass der Story Mode eben normal kommt, also als Video Upload alle 2 Tage und online eben als Livestream. Das denke ich mal ist auch ganz gut gehandhabt so. Also im Livestream, die werden ab jetzt auch länger sind, also die Live-Projekte werden jetzt nicht irgendwie nur so 25 Minuten, also sondern geht halt ruhig zu meiner Stunde, weil es eben Live-Projekte sind, so kommt es A schneller voran und B ist einfach für uns alle besser und das gilt nach Möglichkeit für relativ viele Live-Projekte, muss man sagen, ein bisschen auch mit Dings, mit Hyrule Warriors umsetzen kann, aber generell, ja, sonst haut einfach eine Liste, ja, ich habe noch mehr Projekte, die kommen, zum Beispiel Galaxy 2, Super Mario Sunshine, Captain Toad Treasure Tracker, One to Switch, Legend of Zelda Twilight Princess HD, Super Mario 3D Land, also einiges an Projekten, die noch kommen werden, auf die ihr euch freuen könnt. Ich werde, glaube ich, zunächst wieder was genaueres sagen, wo ich so wieder ein Laber-Video mache, wo es explizit auf das Zeugs drauf eingehe. Soweit aber hierzu. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Und ciao.